Schluss mit dem Gepiepse! Jetzt bin ich dran! Ich habe auch was mitgebracht! Wayne Crimp! Ich habe es dir doch schon gesagt! Nein! Wenn ich Nein gesagt habe, dann, weil ich manchmal einen Grund dafür habe. Diese Schule ist ja so pingelig. Keiner macht mal was Aufregendes wie Motorradstunts oder Kampfsporttraining oder... Bärenhetze? Kettenrasseln? Weltraumspaziergänge? Oder Löwen bändigen? So, das reicht jetzt, Kinder. Die Schule ist schließlich kein Freizeitvergnügen. Aber wenn du einen Löwen zum Bändigen bekommen solltest, darfst du ihn mitbringen. Doch bis es soweit ist, wirst du dich hinsetzen und aufpassen. Tut's mit! Ich habe die Schule durchsucht, Mr. Pretty, aber alles, was ich gefunden habe, ist ein Kinderdreirad. Es war eine Motorradgang, das kann ich Ihnen versichern. Ich habe Ihre Motoren gehört. Ich habe Glück, dass ich noch lebe. Die denkt vielleicht, dass ich das nicht mache, aber ich tu's. Ich werde einen Löwen mit in die Schule bringen. Oh, Rainy Schatzi, du bist genauso wie mein Daddy. Er hat die ganze Wand voll mit Köpfen von Tieren, die er gejagt hat. Ich verstehe einfach nicht, dass du das vorgeschlagen hast, Murray. Das schafft er doch nie, Julian. Was kostet der Löwe da? Der Löwe gehört zum Zoo und bleibt im Käfig, Kleiner. Kann ich Ihnen füttern helfen? Ich bin ein ganz braver Junge. Nein. Aber du kannst zusehen. Und zwar von der anderen Gitterseite aus. Langweilig, aber total einfach. Wayne, wo hast du die Peitsche herbekommen? Joe hat sie mir geborgt. Oh, Wayne! Und Mom leiht mir diesen Stuhl hier. Sie weiß es bloß noch nicht. Hey! Hey! Steh auf! Los, komm her! Tu irgendwas! Lass den armen Löwen in Ruhe, Wayne! Hau ab! Ich will ihm ein paar Tricks beibringen! Wayne, das ist grausam! Nein, ist es nicht! Er macht einen Trick und kriegt dafür etwas Leckeres! Du würdest einen ganz leckeren Happen abgeben, Dickerchen! Ah! Au! Au! Gut, vielleicht gibst du ja jetzt deine neu entdeckte Leidenschaft für Tierquälerei auf. Ganz sicher nicht. Ich werde mich anpassen und überleben. Das ist das Gesetz des Dschungels. Kannst du mir bitte helfen, Mom? Ich möchte Julian einen richtig schönen, großen, flauschigen Löwenteddy machen. Zum Geburtstag. Oh, Wayne, das finde ich ja so lieb. Selbstgemachte Geschenke kommen von Herzen. Ich war noch nie besonders gut im Nähen. Darum sieht's nicht so richtig nach einem Löwen aus. Doch, ganz genau so sehen die Löwen im Zoo aus, Mom. Okay, du Pelzgesicht. Jetzt knurren. Lass dich ausstopfen. Mom! Mom! Mom, Julian hat das
das Geschenk nicht gefallen, das wir beide ihm gemacht haben. Ich habe gedacht, dass es ein Geburtstagsgeschenk sein soll. Ich konnte es nicht erwarten. Wayne will bloß den Löwenbändiger spielen, weil er in der Schule damit angeben will, Mom. Also, dass es für die Schule sein soll, habe ich nicht gewusst. Es ist Miss Hissys Vorschlag gewesen, Mom. Weißt du, Julian, wenn du deinem Bruder ab und zu mal helfen würdest, würdet ihr besser miteinander auskommen. Und wen soll ich denn jetzt als Löwen nehmen, Mom? Hallo, Honigblüte, ich bin wieder da. Wo hat denn Wayne bloß Fell von so erstklassiger Qualität her? Meine Plüschtiere! Nein! Sich anpassen und überleben, Milchbubi! Wayne, gib's wieder her! Mom! Mom, Julian will nicht mit mir teilen! Ich verliere langsam, aber sicher die Geduld mit dir, Julian Cramp! Wayne hat das für die Schule gemacht, zum Donnerwetter! Du bist der König des Dschungels, oder nicht? Du musst richtig böse klingen. Das versuche ich ja. Au! Wayne, sei vorsichtig! Er hat versucht, mich anzufallen. Ja, ich habe euch doch gesagt, ich bringe einen Löwen mit. Wartet nur, bis ich's Miss Hissy sage. Und ich sage es meinem Daddy. Sag mal, hat Wayne wirklich einen Löwen, Julian? Keine Fragen. Nein, Wayne, du kannst keinen Löwen in die Schule mitbringen. Sie haben es aber versprochen. Was geht hier vor, Miss Hissy? Zerstören Sie schon wieder mal die Fantasie eines Kindes und untergraben seinen Glauben an die Gemeinschaft der Erwachsenen? Wenn Sie einen Vertrauensvertrag eingegangen sind, dann müssen Sie Ihren Teil der Abmachung auch einhalten. Es ist soweit, du bist eine Wildkatze, eine wilde Bestie, ein Löwe. Ja, ja, ich bin ein Löwe, ich bin ein Löwe. Eine Kleinigkeit noch, Dad. Du musst Wendy Winkle und ihren Dad richtig erschrecken, okay? Daddy Winkle? Du meinst Mr.? Ich kann das nicht machen, Wayne. Er ist mein Boss. Ich habe mich für heute krank gemeldet. Ich habe das Betäubungsgewehr mitgebracht. Für alle Fälle. Aber das ist alles ganz bestimmt nur Schwindel. Wie sollte ein kleiner Junge an einen echten Löwen kommen? Wayne ist kein Lügner, Daddy. Du wirst schon sehen. Mein Daddy hat sich schon immer außerordentlich für Großwildjagd interessiert. Wirklich? Oh, wie männlich. Wir stecken jetzt hier beide drin, Dad. Die einzige Möglichkeit, da wieder rauszukommen, ist, dass alle dich für einen echten Löwen halten. Du musst der böseste, wildeste und wütendste Löwe aller Zeiten sein. Dann haben alle jede Menge Angst und merken nicht, dass du es bist. Und du bist kein Löwenbändiger. Ich bin auch Auszubildender. Hilf mir mal, mein Junge. Eure Lehrerin ist ganz schön schwer. Das ist kein echter Löwe. Das ist ein Mann in einem Fellanzug. Ich warne Sie, Mr. Pretty. Noch so ein Scherzanruf und ich lasse Sie einsperren. Entschuldigen Sie, ich möchte ja nicht mit dem Finger auf andere zeigen, Officer, aber ich glaube, dieser Löwenstreich ist Miss Hissys Idee gewesen. Stimmt, sie hat gesagt, wenn ich einen Löwen finde, kann ich ihn mit in die Schule bringen. Ich habe immer meine Hausaufgaben gemacht. Ich bin ein ganz braver Junge.